Servus zusammen, es ist der 5. Juli, wir haben 20.44 Uhr. Das Spiel ist rum, die Jungs sind raus, aber Respekt, super Teamleistung. Ganz, ganz toll, das habe ich so schon lange nicht mehr gesehen. Unglücklich verloren, aber der Ball ist rund, muss man einfach sagen. Gut, es gibt trotzdem noch ganz viele tolle Spiele. Gucke ich mir mit Sicherheit auch gleich das nächste an, aber jetzt wollte ich den Film hier machen, dass ich morgen ein bisschen mehr Ruhe habe. Das ist der DAX. Und wir sehen, wir sind heute also über das obere Band gegangen bei 18.583 und dann haben wir aber sofort wieder eine Kehrtwende eingelegt. Das war ja auch nur ein ganz kurzer Moment. Ich zeige das mal im, machen wir es mal, 10-Minuten-Chart. Das war dieser Moment hier. Also den Tag über waren wir hier in der blauen Linie, auf die komme ich gleich nochmal. Zurück zum Tag. Ups. Komm hier. So, und dann schließen wir aber immer in der Nähe des Tagestiefs. Na ja, gut, das Tief war 50 Punkte drunter. Aber wir schließen da in der Nähe. Das ist nicht wirklich ein Shootingstar. Es ist auch kein Inverted Umbrella Doji. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt, weil der Körper ist relativ groß. Aber es ist auf jeden Fall eine unschöne Kerze, die man nicht unbedingt haben sollte. Oder wer hier oben rausgestoppt ist, rausgestoppt wurde, der wird sich hier unten wieder ärgern. Klar, wir sind von der Technik her, sind wir noch okay. Dürfen wir nicht meckern. Es ist nur ganz minimal überkauft. Also im Prinzip hat er noch die Möglichkeiten weiterzugehen. Und jetzt kommt hier die blaue Linie. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, sieben, acht, neun, zehn, elfmal. Und mit heute das 12. Mal gesehen, das ist die 18.637. Da muss er drüber schließen, um weiterzukommen. Nur so hätte er eine Chance, hier irgendwo in Richtung der All-Time-Highs zu gehen. Ich glaube nicht, dass wir das tun werden. Im Moment nicht. Ich glaube eher, wir werden jetzt hier wieder so ein bisschen innerhalb der Bänder rummeandern. Worauf ich schaue heute, das ist auch die Nasdaq wieder, die sind fast 2000 Punkte auseinander, die beiden. Das ist, oder gerade, ja, im Moment sind es 1900 Punkte. Das war, vor zwei Tagen waren das 1250 Punkte. Also es ist unglaublich, wie das Ding hinterher rennt. Also dieser Spread, wie der sich jetzt wieder aufmacht, ja, unter der Führung von sowas wie Meta, Meta-Plattform, plus 5%, Alphabet 2,5%, Apple 1,6 und so weiter und so weiter. Also die Großen laufen ordentlich mit. Deswegen steigt der Nasdaq wieder mehr. Wenn wir so um die kurz vor 2000 sind, so 1950, werde ich wieder Nasdaq-Puts kaufen und DAX-Calls kaufen. Ich hatte da neulich schon mal ein paar Scheine rausgelegt. Das mache ich jetzt nicht, aber das mache ich dann das nächste Mal. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier für den DAX. Im Moment gehe ich aber eher davon aus, wie gesagt, dass wir jetzt erstmal hier wieder so rummeandern, vielleicht nochmal runter auf die 20-Tage-Linie gehen. Großartig Short gehen werde ich nicht. Ich bin mehr in den Einzelwerten dabei. Da spielt momentan teilweise schon echt die Musik. Und sowas wie Lufthansa ist auch immer wieder schön. Da habe ich jetzt den 42. Deal gemacht in diesem Jahr. Aber ich habe hier auch keinerlei Verkaufssignale, gar nichts. Also groß nach unten wird er nicht kommen. Der wichtigste Punkt nach unten ist die 17.923, die Verbindung aus dem 38er mit dem unteren Band und diesen Chartpunkten hier. Diese Scheine habe ich hier genommen und da ist einer dabei, und zwar der Put. Das ist der hier unten. 18.853, das ist die spekulative Variante. Das ist, wenn man halt irgendwo sieht, ah, wir sind wieder hier oben und er schafft es wieder nicht, ist das... Der ist dann nur 200 Punkte weg, ne, 300 Punkte weg. Das ist dann der Schein meiner Wahl, weil der macht dann, gibt dann relativ schnell ordentlich Gas. Ansonsten sind es die gleichen Scheine wie letzte Woche. Die Calls haben jetzt ein bisschen geringeren Hebel. Also ich sehe es jetzt hier nicht allzu schwarz, aber ich glaube nicht, dass wir diese blaue Linie in den nächsten zwei, drei Tagen nachhaltig überbieten werden. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.